Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part Resident Evil 4 mit Ada. Ich war gerade ganz kurz verwirrt, weil wir beim letzten Mal ja schon hier ein Stück weitergegangen sind. Genau, wir haben den Irrgarten bezwungen und sind jetzt auf dem Weg zu unserem weiteren Ziel. Wir haben da verschiedene Möglichkeiten, für dahin zu kommen. Und ich hatte mich jetzt entschieden, dass wir hier vorne durchgehen. Da sind wir beim letzten Mal auch schon hin. Ich habe jetzt aber entschieden, dass ich jetzt hier nicht nochmal bis dahin spiele. Weil wir hatten ja nur die Gegner hier quasi erledigt, sondern dass ich euch da jetzt einfach nochmal mitnehme. So, Kumpel, komm her jetzt mit deinem Scheißschädel. Ach ja. Okay, der hält jetzt davon gerade deutlich mehr aus. Das gefällt mir nicht. Mehr als geplant. Au. Oh shit, ich habe nicht darauf geachtet, dass der mich da hinten getroffen hat. Wie dumm bin ich denn? Okay. Es fängt ja richtig gut an, Leute. Das fängt richtig gut an, dafür, dass ich das schon mal einmal richtig schön sauber runtergespielt habe. Fangen wir jetzt ja wieder richtig bescheuert an. Was ist denn mit mir? Okay. Neuer Plan. Okay, der steht gerade zu nah vor mir. Dieses Mistvieh, ne? So. Okay, es war trotzdem nicht so grandios gelöst und falsche Tasse. Aber wir nehmen dafür mal das und kombinieren das mit dem und kombinieren das mit dem und verschieben das hier hin. Wir haben ja noch ein bisschen was. So. Und sammeln den Kram jetzt ein und kümmern uns dann mal um die anderen Gegner. Ich weiß, dass viele geschrieben hatten, oh, du hast da schon wieder Schätze liegen lassen. Ja, das ist korrekt. Allerdings ist es auch so, dass ich auch gesagt habe, das ist für mich in dem Durchlauf nicht ganz so wichtig. Wenn ich die halt verpasse, dann verpasse ich die. Das ist dann so. Sehr gut. So, jetzt haben wir das. Da gibt es nochmal Munition. Perfekt. So, hier dürfte zu sein. Oh ne, hier kann ich. Oh, hi. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ach doch. Jetzt weiß ich auch wieder, wo wir sind. Haha! Sehr gut. Wir nehmen hier auf jeden Fall erstmal alles mit, was wir noch kriegen können. Och nee. So. Arrivederci. Ciao, ciao. Gut, hier ist sonst nichts mehr. Und ich glaube, da kommen wir jetzt auch nicht mehr weiter. Genau. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier einmal den Speicherraum noch mit. Ist das überhaupt ein Speicherraum? Ja, doch. Nee, es ist ein Kaufraum, glaube ich. Ist gar nicht speichern. Habe ich alles mitgenommen? Scheint so. Ja, ist nichts drin. Ah, ist auch nichts drin. Da ist ein bisschen Geld drin. Perfekto. Ja, nicht, dass ich ihn hier gleich aus Versehen wieder umbringe. Es tut mir immer noch leid, dass ich ihn in dem ersten Part direkt irgendwie einmal niedergemacht habe.
Es war nicht mit Absicht. Tatsächlich. So, Kumpel. Hast du ein bisschen was für mich? Kann ich bei dir noch irgendwas loswerden? Kann ich irgendwas verkaufen? Ich glaube, den kann ich loswerden. Die Sachen mache ich, gebe ich erstmal nicht weg. Die Frage ist halt, gönne ich mir... Ich habe immer noch nicht genug Geld für die Armbrust. Ja, dann gönnen wir uns auch einfach nichts. Schade. So, jetzt ist die Frage. Nee, ich glaube, ich gehe wieder zurück und... Ach, da kann ich gar nicht durch die Tür, aber da war noch ein Typ. Okay, ich bin doof gelaufen, glaube ich. Ist aber nicht so schlimm. Wir laufen eben noch einmal schnell zurück, weil ich glaube, da draußen in dem einen Raum war nämlich noch was. Bin mir aber nicht sicher. Wenn ich jetzt hier kacke laufe, tut es mir leid. Aber da drin, da konnte ich doch mit dem Enterhaken rein. Genau, das war doch das Ding. Und da ist nämlich der Typ und den kann ich doch durch das Fenster. Genau, das war der Plan. Perfekt. Genau, die Tür ist nichts zu, aber wir können da durch. Dann möchte ich bitte da mit dem Enterhaken. Danke. Perfekt. So. Nice. Eine Handgranate. Ein gelbes Kraut. Perfekt. Geld. Was ist das? Sanduhr mit Verzierung. Oh, nice. Und nochmal Gewehrmunition. Perfekt. Ich habe irgendwie ein bisschen viel Munition, habe ich das Gefühl. Aber egal. Man soll sich nicht beklagen, wenn man zu viel Munition hat. Richtig, richtig. So. Das belassen wir mal so. Ich glaube, wir nehmen mal die mit. So, jetzt... Ach so, ja, jetzt hätte ich sie aber von hier eigentlich aufkriegen müssen. Na egal, gut, dann geht's halt mit dem Enterhaken wieder rüber. Und dann laufen wir mal. So, warte mal, haben sie diesmal im Brunnen noch irgendwas versteckt? Beim letzten Mal gab es ja hier im Brunnen noch Schätze. Nee, sieht diesmal nicht so aus. Gut. Dann geht es weiter. So. Wir sind gespannt. Also wie gesagt, mit Ada ist mir das nicht so wichtig, dass wir die ganzen Schätze einsammeln. Ich weiß auch nicht. Also ich bin immer im normalen Run, bin ich immer so, Gott, ich muss das alles finden. Aber diesmal bin ich da ein bisschen entspannter. Tatsächlich. Okay, Moment. Och nee, geh weg. Gut. Nice. Da kommen bestimmt gleich noch welche, aber jetzt haben wir zumindest den ersten Schwung erstmal hinter uns. So, nachladen. Gut. Dann haben wir das jetzt auch. Hey, die wollte ich mitnehmen. So, jetzt ist halt die Frage... Ah, ne. Ja, doch. Ich wusste es. Ich wusste, dass es exakt wieder genauso sein wird. Okay. Hm.
Ach, das kann ja hier noch was werden. Echt, ey. Au. Ach, lasst mich einfach, au, alle in Ruhe. Tschüss. Warte mal, wir verwenden das gleich mal. Oh shit, ich habe gerade in die falsche Richtung gezielt. Das war halt so dumm gerade. Okay, Moment. Ach, das ist kacke. Okay, ist nicht so schlimm. Wir kombinieren das einmal mit dem da oben. Verwenden das Ganze. Okay, jetzt überlege ich gerade. Ich muss halt eigentlich nur auf seinen Rücken zielen, ne? Eigentlich nur hat mir gefallen. Ich überlege gerade, ob ich ihm einfach die Handgranate hier vor die Füße werfe. Ich sehe halt immer nicht, in welche Richtung er läuft. Das ist halt mein nerviges Problem. Ja, das war's. Okay, alles klar. Gut. Nice. Wieso kann sie das denn so nicht öffnen? Ist sie dazu schlecht für? Jetzt, okay. Gut, jetzt haben wir hier den Rubin. Mehr kriegen wir auch nicht. Die Schatztruhe ist ja schon leer.
So, da liegen noch Pfeile für die Armbrust. Ja, gut, es war jetzt ja keine Glanzleistung, Leute. Das war jetzt halt echt keine Glanzleistung. Aber hey, immerhin habe ich diesmal im ersten Run geschafft und bin nicht einmal gestorben. Wie beim letzten Mal. Aber gut, ist ja nicht so schlimm. So. Gucken, was hier noch drin ist. Ein bisschen Munition. Perfekt. Ach, haben wir da nicht mehr so viel von? Ne, anscheinend nicht. Okay. So, dann laden wir die jetzt nochmal nach. Und die. Nice. Sehr schön. So, dann kommt das nochmal dahin und das kommt dahin. Und dann nehmen wir auch die Pistole mal mit. Und gucken mal, wo es für uns weitergeht und ob wir gleich nochmal krepieren oder nicht. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Hey, what? Sind wir jetzt im Kreis gelaufen? Hä? Lull. Ich muss gleich mal gucken, wo wir hin müssen. Da in dem Raum. Ach, bestimmt nach oben oder so. Okay. Lol. Wie dumm bin ich denn? Wie dumm bin ich denn, ist hier die Frage, ey. Da ist übrigens auch noch eine Blendgranate. Das ist halt die Frage. Warum steht hier diese leere Truhe? Vielleicht sollte ich mir das mal näher ansehen. Aha, da ist eine Einbuchtung in der Unterseite. Ach, da kommt die Sanduhr rein. Ja, nice. Ey, manchmal bin ich auch so ein richtiger Bleppo, ne? Also, könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Okay. Ach, das ist Leon da unten. Ich dachte gerade, was zur Hölle ist das? Aber gut. Leon, I'm sorry, but I can't be seen with you. Au. Was für ein Arsch, ey. Ich habe die falsche Waffe einfach gehabt. Manu. Vor allem, ich wusste jetzt nicht, darf ich Leon helfen oder nicht? Wahrscheinlich nicht, ne? So ein Scheiß. Ich möchte ihm aber gerne helfen. Wir springen das mal kurz. Ich würde ihm halt so gerne helfen. Leon ist da drüben noch am Kämpfen. Ich kann hier nur leider gerade nicht so viel machen, tatsächlich. Also außer gegen die Säule rennen. Ich würde ihm ja gerne helfen, aber ich kann, glaube ich, nicht. Weil sie sagt ja auch, sie darf nicht mit ihm gesehen werden. Das ist die Frage, darf ich ihm da drüben eigentlich helfen oder nicht? Okay, da kommen wir nicht durch. Oh, wo kommt er denn auf einmal? Ach, die sind hier überall, ey, ihr Schweine. Nee.
Okay. So, das waren die letzten, glaube ich. Okay, wir können ihm also wirklich nicht helfen. Gut. Vor allem, als ob er das nicht mitbekommen würde. Was zur... Ach, das war der scheiß Fall von dem Typen, ne? Fuck you. Okay. Ist gar kein Problem. Wir starten einfach morgen an dieser Stelle. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Und bis dahin. Tschüss.